Fußballcamps schießen in den letzten Jahren ja wie Pilze aus dem Boden. Fast jeder Dorfverein macht mittlerweile eines. Kommerzielle von ehemaligen Fußballstars gibt's zudem auch noch. Doch das des SV Kumhausen ist schon etwas Besonderes. Für mich ganz wichtig bei dem Camp ist natürlich so das Erlebnis rund um den Sport, um den Verein rum. Einfach das Miteinander, dass die Kinder lernen, Rücksicht nehmen, dass sie aber auch sehen können, wenn ich mich anstrenge, erreiche ich noch mehr, ein Stückchen mehr. Also, das macht mir aber allerdings in der Gruppe halt am meisten Spaß. Der Spaß miteinander und das Miteinander insgesamt. Also nichts nur mit Ball hinlegen, die Kinder draufhauen lassen und anschließend ein paar Tipps geben. Deshalb gibt es auch nicht nur reine Fußballübungen. Also das Hauptaugenmerk liegt bei uns auf dem Thema Bewegung und Koordination. Es sind also Stationen dabei, die jetzt auf den ersten Blick eigentlich nichts mit Fußball zu tun haben, aber es geht immer um die Koordinationsfähigkeiten und da legen wir im Jugendbereich extrem viel Wert drauf, dass die Kinder eben lernen, ihren Körper zu fühlen und zu beherrschen. Traditionell dreht sich am ersten Tag der dreitägigen Veranstaltung schon viel um den Ball. Am zweiten Tag, an dem wir vor Ort waren, eben viele Koordinationsübungen. Am dritten dann noch ein abschließendes Turnier. Dieses Konzept kommt an, wie es sich auch an der Teilnehmerzahl bei der diesjährigen achten Auflage ablesen lässt. Also wir haben das Ziel eigentlich, dass wir wollten eigentlich maximal 100, das gelingt uns nicht immer, also heuer sind es 110, weil wir uns einfach sonst Sorgen machen, dass wir es nicht mehr richtig betreuen können. Und wir haben in allen 8 Camps, also ich glaube das wenigste, was wir hatten, waren mit 93 und jetzt 110 ist momentan der Spitzenwert. Wie gesagt, war ein bisschen nicht absichtlich, aber es ist immer schwer, Nein zu sagen. Und eines betont er auch noch. Uns war es immer wichtig, ein Camp anzubieten, was für jeden erschwinglich ist. Also wir wollen uns da ganz bewusst von diesen kommerziellen Anbietern unterscheiden, die da über 100 Euro für 3 Tage verlangen. Bei uns ist das so ausgerichtet, dass ein sehr geringer Obolus entrichtet wird, dass sich wirklich jeder leisten kann. Wenn mehrere Kinder aus einer Familie kommen, gibt es entsprechende Rabatte für die zweiten und dritten der Familie. Also SV Kumhausen ist ganz wichtig, der Breitensport, dass alle zum Sport kommen und daher auch das Ganze günstig angeboten wird. Das heißt aber im Umkehrschluss, alle anfallenden Arbeiten müssen ehrenamtlich erledigt werden. Wir haben Gott sei Dank immer genügend, zwar oft auf die letzte Sekunde, aber die Eltern helfen mit, die jugendlichen Spieler vom Verein, das ist uns sehr wichtig, dass wir die mit einbinden, die helfen mit, sodass wir dann eigentlich immer wieder top motivierte Mannschaft beieinander haben. Und das ist auch wichtig, denn die Qualität des angebotenen Trainings muss natürlich stimmen. Deshalb sorgen Bitzinger und Co. Jahr für Jahr für genügend Abwechslung. Die Parcours sind ähnlich aufgebaut, aber die Übungen an sich werden immer wieder auch getauscht. Also wir schauen, dass wir in jedem Jahr mindestens 3-4 neue Stationen anbieten können. Also man kann ja nicht unbedingt was Neues erfinden immer, aber wir ändern Dinge ab und wir schauen, dass wir immer wieder Bewegung reinbringen, weil wir ja viele Stammgäste haben. Wir haben ja Kinder, die sind schon zum 5., 6. Mal dabei. Das wichtigste Urteil fällen zum Abschluss aber die Kinder selbst. Wir haben mal nachgefragt bei Philipp, Felix und Niklas, was und wie es ihnen gefallen hat. Und am besten ist das Bandenschießen. Und ja, es hat mir alles viel Spaß gemacht. Ja. Das sind Eimer und da in den Eimern sind Steine drin. Und da muss man reinwerfen. Ja, also wir rennen halt mit den Becher das in die Röhre rein. Und man muss dann halt da laufen und auf der anderen Seite wieder auffangen. Das Wasser und dann in einen Eimer schütten. Und am Schluss wird dann halt gemessen, wie viel Wasser man in den Eimer hat. Die meisten waren schon zum 3., 4. oder gar 5. Mal mit dabei und dann sicherlich auch nächstes Jahr wieder.